Marc Michaelis, nach der 0:9-Niederlage zum Auftakt in dieses Jahr hat man heute die geforderte Reaktion gezeigt. War es auch innerhalb der Mannschaft ein Thema, dass man heute vielleicht speziell auf Wiedergutmachung aus war? Auf jeden Fall. Ich meine, so Spiele hast du, wie gegen Rapperswil Anfang der Woche. Ja, das ist klischeehaft, aber schnell abhaken. Muss einfach in so einem im Profigeschäft. Die Sonne geht immer am nächsten Morgen wieder auf. Also klar, wir haben uns für vorgenommen, so eine Leistung oder so eine Arbeitseinstellung wie am Dienstag ja, nicht mehr zu bringen. Das war einmal, das war gut und ich glaube, heute haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Die Sonne ist auch für Sie persönlich wieder aufgegangen. Wieder gegen Lugano, wie bereits im ersten Direktduell hier zu Hause, haben Sie erneut 2 Treffer erzielt. Haben Sie eine Erklärung, wieso Ihnen Lugano besonders gut liegt? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt länger nicht getroffen. Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wieder getroffen zu haben. Und weiß nicht, vielleicht ist da was mit Lugano. Aber am Ende ist es egal. Hauptsache die Tore fallen und wir holen die 3 Punkte. Hatte man auch im Hinterkopf, dass man eben Lugano diesen Pre-Playoff-Platz zumindest vorübergehend auch abjagen kann? Ah, auf jeden Fall. Ich meine, die Tabelle ist sehr eng, die ganze Liga ist sehr eng zusammen. Ich glaube, es sind 6 Mannschaften, die Pre-Playoffs kämpfen, oder 7 sogar. Jeder Punkt zählt und jedes Spiel ist wichtig. Und wenn du dann Lugano zu Hause hast, so eine Möglichkeit, darfst du ja nicht entgegengehen lassen. Und ja, bin stolz auf unsere Mannschaft, gute Reaktion gezeigt und jetzt geht's weiter. Vielen Dank, herzliche Gratulation, gute Erholung. Danke.